Ja, wir haben jetzt gerade noch die letzten 80 Programme ausgedruckt, nachdem es noch eine Änderung gab heute Morgen. Und jetzt sind wir bereit, dass es losgehen kann. Und Kaffee ist auf dem Tisch, Wasser ist auf dem Tisch. Die ersten Gäste sitzen auch schon auf der Treppe und jetzt kann es endlich losgehen. Die Kölner Webwissenschaft Methoden findet an der FH Köln statt, weil hier die Keimzelle der deutschen Webwissenschaft ist, sowohl weil es hier mehrere Studiengänge gibt, die sich mit Online-Produktion und mit Online-Forschung beschäftigen, als auch, weil hier einige Forscher sich sehr intensiv mit dem Web beschäftigen. Social TV. Also wir haben eine Online-Inhaltsanalyse entwickelt, um Social TV-Beiträge nutzen zu können, eben für das Qualitätscontrolling von Fernsehsendungen, und werden das am Beispiel Tatort ein bisschen genauer vorstellen, wie so eine Online-Inhaltsanalyse da Antworten liefern kann. Ich bin heute hier, um über digitale Methoden zu sprechen. Das ist Forschung mit dem Web als Quelle. Das heißt sowas wie Google Flu Trends. Was passiert ist anhand von Websites, weniger anhand von News Services. Und das gründet sich eben auch auf Daten, also von der Jugend, dass in eigentlich alle Befunde lassen sich über die Welt eigentlich. Und das Web Ja, war eine super interessante Tagung, spannende Vorträge und ein super Projekt für uns Online-Redakteure, war alles super gelungen. Ich bin begeistert. Was sollen Sie nächstes Jahr wieder machen? Doch, mir hat es heute sehr gut gefallen. Es war ein sehr interessanter Tag. Ich habe viele neue Sachen gelernt. Ich würde mich freuen, wenn das nächstes Jahr wieder stattfindet. Die Tagung war ein voller Erfolg, volles Haus hier an der Fachhochschule Köln. Und ich bin sehr zufrieden. Wir haben gezeigt, dass wir auch an der Fachhochschule forschen und forschen können zu webgenerischen Methoden, zur Web-Usability und zu Findability.